allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaen, die Reine, die Lady des Lichts. Ritterin des goldenen Astes. Heilungssuchende. Gewissen der Sommerfeien. Herz des Frühlings, des Tags. So ihre Weihen. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Feien? Hier? Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Nun, da seid ihr die Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Ich hoffe, dieser verfluchte Krieg ist bald vorbei. Ich will, dass unsere Jungen und Mädchen endlich wieder nach Hause kommen. Braucht ihr etwas? Seid ihr wegen einer Waffe hier? Ihr wollt euch in diesem lächerlichen Krieg vermutlich die Gunst irgendeines Lords sichern, richtig? Bis dann.
Willkommen in Gorhard, der letzten Siedlung vor den Feinlanden. Wie kann ich euer Gepäck heute füllen? Kommt bald mal wieder. Bleibt in der Nähe des Dorfes. Ihr da! Ist euch übel? Juckt etwas? Läuft euch Blut aus den Augenhöhlen? Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe, wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhard. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Er hat immer von der Zeit erzählt, als er in den verlassenen Hallen von Agnur-Fahal der Erati-Ruine lebte. Man sagt, es soll dort spuken. Aber die Leute sagen vieles. Lebt wohl. Zeit ist der entscheidende Faktor. Nie war das zutreffender als jetzt. Lebt wohl.
was ist? Was braucht ihr? Ich werde hier sein. Diese verdammte rote Legion. Tretet ein. Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Wiedersehen. Thank you.
Braucht ihr etwas? Wollt ihr euch vielleicht von etwas Gold trennen? Kommt bald mal wieder. Wohlan! Die Zeiten sind schwer. Doch schwere Zeiten können lohnend sein, wenn man kein Risiko scheut. Wenn ihr das Schwert und den Mumm für Arbeit wie diese habt, könnten wir bei den Kriegsgeweihten einen weiteren starken Arm brauchen. Manch einer versucht vielleicht, es mit schmucken Worten zu beschönigen. Doch wir sind Söldner. Die Besten in diesen Landen. Ihr werdet erkennen, dass jene, die den Eid geleistet haben, in ganz Amalur höchsten Respekt genießen. Ihr könntet geradewegs zur Schildringfeste gehen und euer Schwert anbieten. Mit einer Empfehlung von mir wären eure Erfolgsaussichten jedoch höher. Um sie euch zu verdienen, müsst ihr etwas Empfehlenswertes tun. Es gibt zwei Brüder, Abschaum der Roten Legion, namens Osgar und Medgar Krast. Bringt mir Beweise, dass ihr sie beseitigt habt. Ich zahle mit Münzen und meinem guten Wort. Osgar verbirgt sich irgendwo im Wald nördlich von hier. Medgar wurde zuletzt östlich des Lagers seines Bruders gesehen. Bringt mir ihre Legionsdolche und ich bezahle euch mit Münzen. Und einer Empfehlung, der Orden solle euch aufnehmen. Also gut. Fein? Hier? Ich bin Katrin. Benötigt ihr meine Heilkunst für euren Verstand, euren Körper oder für beides? Gebt auf euch Acht. Bleibt wachsam. Hallo.
schüchtern sein. Sreng bezwang im Kampf sie ehrlich, den Fenian-Kreislauf wahrte. Der Lohn, ob er konnte die Maid wohl entzücken, nichts als schwere Last auf ihrem Rücken. Sie lebte unter Sterblichen und handelte mit ihnen. Die ganze Stadt in Furcht nun stand vor ihr und ihrer starken Hand.